Hallo, willkommen zurück. Mein Name ist Marius Ebert und ich bin dabei, Sie durch den Rahmenplan zu führen des Bausteins wirtschaftsbezogene Qualifikation. Ich bin Experte für leichtes und schnelles Lernen. Hilfsmittel zu diesen und anderen Bausteinen finden Sie unter spaßlerndenk-shop.de. Und wir haben uns im letzten Video VWL angeschaut und in diesem Video geht es darum, Rechnungswesen genauer in den Fokus zu nehmen. Schauen wir in den Rahmenplan. Der erste Punkt ist Grundsätzliches. Das heißt, unter diesem Punkt wird besprochen, was Rechnungswesen überhaupt ist. Es ist ein Ordnungssystem. Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung. Was das ist, das wird unter diesem Punkt besprochen. Der zweite Punkt ist dann FIBU. Das ist so die gängige Abkürzung. FIBU heißt Finanzbuchhaltung, das heißt, das ist das, was gesetzlich vorgeschrieben ist. Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, das, was man so Jahresabschluss nennt, was extern präsentiert wird, was der Gesetzgeber verlangt. Und neben der FIBU gibt es auch noch die BIBU, die man auch nennt die Kostenrechnung oder Kosten- und Leistungsrechnung, wie es korrekt eigentlich heißen müsste. FIBU ist extern, BIBU ist ein internes Steuerungs- und Kontrollinstrument. Auch das gehört zum Rechnungswesen dazu. Dann der nächste Punkt heißt Auswertung. Das heißt, diese ganzen Zahlen wollen jetzt auch interpretiert werden, sie wollen verstanden werden. Und das machen wir unter dem Punkt Auswertung. Da kommen dann so Begriffe wie Eigenkapitalrentabilität, Gesamtkapitalrentabilität, was diese Zahlen bedeuten und was sie aussagen. Und der letzte Punkt ist Planungsrechnung. Da geht es dann um Budgetierung, also Zahlen einzusetzen, um zu planen. Ja, wenn Sie an Hilfsmitteln interessiert sind, schauen wir mal kurz nochmal rein. Spaß an Denk-Shop. Hier kommen Sie in den Shop. Hier finden Sie verschiedene Themen. Und wenn Sie hier schauen, Lernkarten und MP3s, dann kommen Sie in den Verlag. Und hier finden Sie Prüfungen, IHK-Abschluss, Lernkarten, MP3-Hörbücher und das Ganze noch als Set. Ja, vielen Dank. Mein Name ist Marius Ebert. Im Übrigen glaube ich, dass wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang buchen muss. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie mal auf den Link unter diesem Video. Alles Gute, Marius Ebert.